Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir testen heute Mountainbike-Reifen. Und zwar habe ich hier die Reifen von V-Tire bekommen. Und zwar die Snap WCE. Was mit diesen Reifen auf sich hat, ob die gut Traktion haben, wie die sich anfühlen und so, darum geht es heute in diesem Video und ich nehme euch natürlich mit. Aber erstmal ein paar kleine Facts zu den Reifen. Erstmal zu den Hard Facts. Die Größe der Reifen 29x2,5. Das Gewicht pro Reifen, jetzt in der Ausführung, wie ich es habe, sind es 1300 Gramm. Das heißt schon recht schwer. Die Gummimischung ist diese Full 40, Top 40 Mischung. Habe ich noch nie von gehört. Wahrscheinlich, weil ich mich bisher nie wirklich mit Reifen beschäftigt habe und jetzt mich mal so ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt habe. Bisher meine Top-Favoriten waren immer Maxxis und Schwalbe. Wobei ich ja auch Conti jetzt länger getestet habe. Da kenne ich mich aus, aber mit V-Tire kann ich mich bisher tatsächlich gar nicht aus. Die Reifen haben den GXE-Core, das ist sozusagen die Gravity Edition und bedeutet, dass die Karkasse ein bisschen stabiler ist. Eigentlich sind die sogar Tubeless Easy bzw. Tubeless Ready, wie auch immer das bei V-Tire heißt. Allerdings nicht mit der Mack-Off-Milch, das steht auch auf der Webseite drauf. Ich habe von Leuten gehört, die haben die dicht bekommen damit. Ich habe es jetzt gar nicht erst probiert, weil ich jetzt öfter schon Probleme hatte mit verschiedenen Reifenmarken, die dicht zu bekommen, wenn sie nicht irgendwie von Schwalbe oder Maxxis waren. Deswegen habe ich erstmal, dazu muss ich sagen, wir haben keinen Kompressor, habe ich sie erstmal jetzt auf Schlauch und fahre jetzt vorne 1,8 Bar, hinten 2 Bar. Und ich denke, das sollte ganz gut funktionieren. Die Gummimischung ist eine weiche Gummimischung. Und wir testen das Ganze heute mal, wie es ist auf Wurzeln, beim Bergauffahren. Ich habe wirklich gehört, dass die super viel Grip haben sollen, allerdings auch dementsprechend Rollwiderstand. Und da muss man sich natürlich immer überlegen, was einem gefällt. Am Ende gibt es natürlich ein Schlussfazit, wie mir die Reifen gefallen haben. Denn preislich ist V-Tire auf jeden Fall eine Option, würde ich sagen. Aber sprechen wir darüber, wenn wir ein bisschen gefahren sind. Erste Abfahrt. Die Bodenverhältnisse dürften so ein bisschen gemischt sein heute. Ich habe leider meine Handschuhe vergessen. Tatsächlich bin ich schon mit dem Levo echt ewig nicht mehr gefahren. Also du merkst schon, auf jeden Fall klebt der gute Reifen. Oh Don! Ah, ah. Oh shit! Ist. Vorher hatte ich den Kryptoteil da drauf. Er hat auf jeden Fall. Oh. Wurzelteppich. Okay. Oh Gott. Da sieht man die Lines nicht mehr. Hört mal. Nee, das wird nichts.
Jetzt hat die Michi wieder hier den Bonuspunkt beim Rappel. Die Full Power hat. Nächste Abfahrt. Leider ist echt extrem viel gut zugewachsen hier. Hier ist jetzt eigentlich auch ein geiler Boden. Der Grip ist richtig gut. Schon sagen, immer schön geil feucht. Oh, die Michi hat die Kurve gekriegt. Oh ja, das stimmt, da geht es ja geradeaus. Das haben wir noch nie getestet hier, das Stückchen. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier rauskommen, ob das eine gute Idee war oder nicht. Wir müssen mal eine Schere mitnehmen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo man rauskommt. Spannend. Spannend. Oh, tricky. Alter Falter, wie lang ist dieser Trail? Hä? Hey, wie lang ist dieser Trail bitte? Oh, eigentlich voll geil. Voll lang, ne? Ja, ich weiß auch langsam gar nicht mehr, wo wir runterkommen sollen. Guck mal, Leute. Jetzt hier auf so Loamy, ne? Setzt sich der Reifen ein bisschen zu. Aber gut, der ist jetzt auch jetzt kein einziges Mal ordentlich gerollt, ne? Ist dann auch kein Wunder. Man kann jetzt hier direkt, Entschuldigung. Man kann jetzt hier direkt weiter. So Leute, kleines Schlussfazit. Die verschiedenen Untergründe habt ihr gesehen im Video. Wir hatten eigentlich alles dabei. Wir hatten Schotter, wir hatten Matsche, wir hatten Wurzeln, wir hatten losen Boden. Also eigentlich perfekte Bedingungen, um sowas mal zu testen. Ich muss sagen, der Reifen hat ordentlich Grip in eigentlich fast jeder Situation. Bei den kleinen Sprüngen und wenn man so versucht, ein bisschen über Sachen so abzuziehen, über Wurzeln, merke ich natürlich das zusätzliche Gewicht von den Reifen. Ich hatte vorher die Conti Grip Total drauf und die waren super leicht. Aber ich muss dem Reifen noch etwas in Schutz nehmen, weil ich habe jetzt auch andere Laufräder gerade drauf. Eigentlich waren die Noah Carbon Laufräder drauf, die natürlich einfach mega sind, weil jedes Rad so, fast jedes Rad um ein Kilo leichter machen, so ungefähr. Pi mal Daumen, ne? Nagelt mich nicht drauf fest. Aber zurück zum Reifen. In Kurven, die Außenstollen sind wirklich extremst dick. Die haben richtig krassen Grip. Ich habe die Reifen wirklich gut gefunden jetzt auf den Trails. Ich müsste das jetzt nochmal vielleicht im Bikepark testen, um halt wirklich sagen zu können, okay, stört mich das Gewicht jetzt bei den Sprüngen oder nicht? Also mehr rotierende Masse in den Laufrädern oder bei den Reifen ist natürlich so eine Sache. Aber was griptechnisch das Ganze angeht, hat auf jeden Fall Vita ja nicht zu viel versprochen. Alles in allem würde ich auf jeden Fall sagen, es ist ein geiler Reifen. Ich habe allerdings zwei Kritikpunkte. Und diese Kritikpunkte sind vielleicht für den einen oder anderen störend, für den anderen vielleicht auch nicht. Kritikpunkt Nummer eins ist, ich habe die Reifen geliefert bekommen und irgendwie scheint da schon die Karkasse irgendwie einen Schlag zu haben. Das heißt, die laufen nicht ganz rund. Ich weiß nicht, ob das an der Verpackung lag, ob der Lieferant Scheiße gebaut hat mit dem Reifen oder mit dem Karton, keine Ahnung. Auf jeden Fall laufen die nicht perfekt rund
Und das ist natürlich ärgerlich, wenn man einen Reifen geliefert bekommt und der nicht rund läuft. Ich weiß jetzt nicht, ob V-Tire da was dafür kann oder ob es der Lieferant war. Die Montage funktioniert wirklich, wirklich easy vom Reifen an sich. Allerdings, wenn es um Tubeless-Montage geht, gibt es da so ein kleines Manko. Auf der Homepage steht das ja, dass nicht jede Tubeless-Milch verträglich ist irgendwie mit dem Reifen. Und ich bin bisher immer die Makov-Milch gefahren und genau die verträgt sich wohl nicht mit dem Reifen. Das finde ich halt ein bisschen ärgerlich, dass man da einfach nicht jede Milch verwenden kann. Aber von der Performance an sich ist das echt ein guter Reifen. Also taugt mir gut, hat mega viel Grip. Also kann ich nicht meckern. Das Gewicht muss jeder für sich selbst entscheiden, ob es einem wichtig ist oder nicht. Ich würde fast sagen, auf so einem E-Bike jetzt beim Bergaufpedalieren ist es einem fast egal. Macht euch vielleicht selber ein Bild davon. Die sind öfter tatsächlich auch mal rabattiert, die Reifen. Und sind auch nicht so super teuer wie manch andere Reifen. Vielen Dank an V-Tire, dass ich die Reifen hier testen durfte und dass ihr mir die zur Verfügung gestellt habt. Wenn ihr selber mal abchecken wollt, jo, probiert's aus. Ich finde es immer mal eine Erfahrung, auch mal neue Teile auszuprobieren, das Ganze mal zu testen. Wir radeln jetzt noch eine entspannte Runde und wir sehen uns in den nächsten Videos. Lasst ein Abo da, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.